mal, Cecco, wie oft wollt ihr noch den Empfang probieren? Die Frau Gräfin kommt ja doch nie zu uns heraus. Aber Herr Verwalter, die Frau Gräfin könnte doch kommen und dann ist alles vorbereitet. Los geht's wieder an die Arbeit. Glaubt's mir, es ist besser, wenn die Gräfin uns in Frieden lasst. Also sehr scheinst du deine Herrschaft ja nicht zu schätzen. Karl Stephan, servus. Cecco, ein Glaserl Wein für den Herrn Doktor. Schön, dass du da bist. Cecco, bitte irgendjemand soll mein Gepäck vom Bahnhof abholen. Ah, bleibst du länger? Jawohl. Wunderbar, gut schaust du aus. Ja, du auch. Die Landluft tut dir gut. Die Arbeit auch. Du, ich kann das immer noch nicht glauben. Du, der Husarenoffizier, der Wien und Budapest auf den Kopf gestellt hat, hier als Verwalter. Ein Graf Erdő de Wittenburg. Soll ich ein Zimmer für den Herrn Doktor reservieren lassen? Ja, bitte. Bitte sehr. Bitte, Herr Doktor. Du, mit dem Grafen ist's aus, ein für alle Mal, dass dich nicht verredest, gell? Ach. Na, sollen Sie nur mehr Leid über unseren Zusammenbruch amüsieren? Ja, das Vermögen kann man verlieren, aber den Stolz nie. Also, was dein Herr Papa nicht durchgebracht hat, das habe ich wunschgemäß liquidiert. Karl! Aber was? Weiß. Und somit sind alle eure Verbindlichkeiten abgedeckt. Danke. Es hätte natürlich auch einen anderen Ausweg geben können. Na, welchen denn? Na, zum Beispiel die Tante Durchlaucht aus Klumetz. Bitte, werd meine reiche Tante anpumpen, mit der wir seit 20 Jahren böse sind. Nein, so ist es schon am besten. Was sagt denn die Lisa dazu? Du, die weiß noch gar nichts. Was? Die sitzt in ihrem Schweizer Internat und hat von nichts eine Ahnung? Ja, sie wird's schon noch früh genug erfahren. Du überweist ja die Apanage wie bisher. Prost. Prost. Ja. Naja. Chablis ist das keiner, wie wir ihn im Casino getrunken haben. Also gibst du zu, ein bisschen sehnst dich schon noch nach einem alten Leben zurück. Natürlich. Weißt, ich bin zwar ehrlich zufrieden, aber manchmal, da fehlt mir ja doch Wien, die Freunde. Na und überhaupt. Wenn es Abend wird, wenn die Sonne sinkt, wenn der Geigelied von der Posta klingt, sieht sie oft alleine hier beim Glaserl Wein. Denkt, wie schön wär's bei euch jetzt so sein, wenn der kommt man halt nicht davon los. Wir sehen uns dann beim Abendessen. Weiber, Wein und Gold und Rösser, Gut und Schlösser, alles soll sein. Eigenartig. Schön ist es hier, nicht wahr? Gestatten, dass ich mich vorstelle, Karl Stephan von Liebenberg, Rechtsanwalt, Wien, Bukarest. Und das hier ist das Schloss Romani, eines der Güter von Marica, Gräfin von Bodiberi, und ich habe die Ehre, ihr Vermögensverwalter zu sein. Und das ist ein echtes, altes Zigeunerlied. Gnädiger Herr. Für wen singst du dieses wehmütige Lied? Es ist das Lieblingslied von meinem Herrn Verwalter. Na, das hätte ich mir denken können. Du, Manja, der würde doch ausgezeichnet zu unserer Gräfin passen. Nein. Na, ich meine das vollkommen ernst. Du, unsere Gräfin ist eine sehr vernünftige Frau. Nur in einem Punkt, da verliert sie ihre Gescheitheit. Sie ist abergläubisch. Ja, schrecklich abergläubisch. Du, Manja, du kannst doch Wahrsagen und Handlesen. So gut? Oder so schlecht wie jeder Zigeunerin? Das genügt vollkommen. Pass auf, du machst mir jetzt einen Gefallen und sagst mir, dass ich mir... Der gnädige Herr, können Sie auf mich verlassen. Du, und wenn das klappt, dann tanzen wir beide auf der Hochzeit Chardasch. Wunderbar. Hoppla, heute bin ich gut in Form, heute mach ich Eindruck auf das Weibliche, hab das Unbeschreibliche, das auf jede Frau wird ganz enorm. Komm ich, dann ist die Liebe da, dann rufen alle Weiber rundherum und fällt ins Delirium dein gewisses, süßes Fluidum. Wie das glüht, wie das sprüht, ja mein Feuer, das ist ungeheuer, Bombenelement. Merkt ihr, wie das brennt, man kommt in Saft, man kriegt Kraft, selbst die Schüchtern bleiben nicht mehr nüchtern, flüstern voller Leidenschaft. Dragomir, du hast mir eingeheizt, Dragomir, wie mich dein Anblick reizt, hab ich dich, dann ist mir alles ganz egal, komm und beglücke mich total. Doch noch soll sie dich so echauffieren in ihren Jahren. Da bist du verrückt. Hoppla, nur immer drauf und dran, denn ist man auch schon etwas ramponiert, da und dort nachlackiert, schließlich bleibt doch stets ein Mann. Komm ich, dann ist Courage Trumpf, denn hat dich auch schon längst der Takterich, bist du noch ein Flatterich, siehst du einen kecken Seidenschrumpf. Ja, da sticht wie die Gicht, trägt die Nymphe so kokette Strümpfe, welch ein schlankes Bein muss darunter sein. Sie sind sehr schlimm, ungestüm, nicht zu halten, sind die Herren, die Alten, werden ihm ans Denk intim. Und dann rufen alle, Dragomir, du hast mir eingeheizt, Dragomir, wie mich dein Anblick reißt, hab ich dich. Dann ist mir alles ganz egal, komm und verrücke mich total. Hab ich dich, dann ist mir alles ganz egal, komm und verrücke mich total. Domestik. Durchlaucht, was machen denn Peter A.? Doch fragt nicht so saudumm, was soll denn ein Ballett schon machen? Tanzen werden sie für die Frau Gräfin. Was denn die Frau Gräfin kommt? Kinder, stellt euch auf. Warum bitte aufstellen? Kerl, mach mich nicht wahnsinnig mit deiner Fragerei. Moritz, regte dich auf. Dragomir, bleib ruhig. Hast du Gesinde weiblicher Natur? Die Beine bis daher zeigen? Nein! Hast du Zigeuner wie auf dem Theater? Nein. Hast du eine Volkstanzgruppe? Nein. Aber genau das will die gnädige Frau haben. Ja, aber meine Kinder... Was geht denn mich deine Kinder an? Herr Verwalter, wo ist der Verwalter? Was ist da los? Der Herr Verwalter. Herr Verwalter. Mit wem habe ich die Ehre? Darf ich bekannt machen, Herr... Törek, Bela Törek. Herr Bela Törek, seine Durchlaucht, Moritz Dragomir, Fürst Populescu Pocescu. Herr Verwalter, Ihre Herrschaft wird gleich da sein, um Verlobung zu feiern. Was? Was? Da, die Morgenzeitung. Marica, Gräfin Bodiberi und Koloman, Baron Jupan, empfehlen sich als Verlobte. Mich hat sie beauftragt, alles vorzubereiten, aus platonischer Freundschaft. Dabei liegt mir das Platonische überhaupt nicht. Also bitte, Herr Verwalter, lassen Sie Ihre Leute antreten. Sie haben nichts zu tun, als Ehe zu schreien. Alles Übrige, er besorgt meine Truppe. Janosch, sag den Leuten, die nichts zu tun haben, sie sollen herkommen. Wer auf den Feldern ist, bleibt dort. Ja, und wenn die Gräfin fragt, warum so wenig Leute da sind? Ja, dann sagen Sie ihr, es muss gedroschen werden, bevor ein Gewitter kommt. Sonst hat Madame ein paar hundert Kronen weniger zum Verjuxen. Das soll ich ihr sagen? Ich sag's ihr gern selber, allerdings erst nach dem Dreschen. Adieu. Ja, es geht los. Moritz, recht ja. Wir bleiben ruhig. Kinder, stellt euch auf. Der Tänzer bekommt einen extra Monatslohn, die anderen ein Monatsdeputat und dann bitte ich euch heute Abend bei meiner Verlobung ein Glas Wein zu trinken. Geliebteste Maritza, was sagen Sie zu diesem stilechten Empfang? Hm? Ich bin gerührt. Das gesamte Corps de Ballet des Königlichen Operettentheaters. Sagen Sie, mehr Leute konnten Sie nicht auftreiben? Wollte ich ja. Aber Ihr Herr Verwalter hat es verboten. Wie bitte? Herr Törek wollte die Leute von der Ernte nicht weglassen, weil über kurz oder lang ein Gewitter kommen kann. Scheint ja ein sehr eigenwilliger Herr zu sein, der neue Verwalter. Ein unsympathischer Mensch. Finden Sie? Ja. Das spricht allerdings wieder für ihn. Ja, aber was ist eigentlich mit dem Bräutigam, mit diesem Baron? Baron Coleman-Schuppan. Ja, leider kann er heute Abend nicht hier sein. Eine dringende Familienangelegenheit. Was? Ja. Eine Verlobung ohne Bräutigam? Ja, wir haben vereinbart, dass wir die Verlobung unter freiem Himmel um Punkt 8 Uhr feiern. Er dort und ich hier. Darf ich dich bitte einen Augenblick stören? Ja, gerne. A bientôt, Maurice. Maurice, reg dich nicht auf. Dragomir, bleib ruhig. Danke. Auf deine Verlobung. Danke. Von der ich ja gar nicht gewusst habe, dass es überhaupt eine gibt. Du, ich auch nicht. Bitte? Schau, Karl Stefan, was soll eine Frau machen, die reich und geschieden ist und bei jeder passenden, unpassenden Gelegenheit einen Heiratsantrag bekommt? Keine Ahnung. Sie verschafft sich einen Verlobten und hat damit Ruhe. Ah, sehr einfach. Dieser Baron Schuppan, wer ist er denn? Wo kommt der her? Wo hast du den überhaupt kennengelernt? Das ist ein Schweinezüchter aus dem Banat. Auch das noch. Und kennengelernt habe ich ihn im Operettentheater beim Zigeunerbaron. Ja, bitte mach keine Witze. Ja, das Schreiben und das Lesen, das ist nie mein Fall gewesen. Er existiert nur in der Operette. Also das ist typisch Maritza. Verlobt sich mit jemandem, den es überhaupt nicht gibt. Aber der immer da sein wird, wenn ich ihn brauchen werde. Hä? Na, Búzát, békességet! Adjon Isten jó napot! Fang meg, fiam! Habe ich deren und das ausgewählte Vergnügen der reizenden Dame des Hauses gewissermaßen gegenüberzustehen? Das haben Sie. Freut mich ungemein! Mein werter Name ist Juppin, Baron Koloman Juppin aus Varaždin. Freut mich. Wissen Sie das bestimmt? Glaube ich, ja, bitteschön. Benenne ich mich schon seit meiner zartesten, blondgelockten Kindheit so und gedenke Namen nicht mehr zu verändern. Da kann man gar nichts machen. Hm? Bitteschön, nix. Bitte. Oh, danke. Sehr lieb. Also, oh, pardon. Bin von Schule gewohnt, das Sitzenbleiben. Hm. Bitte. Nein, danke, ich trinke nie, aber heute doch. Prost! Köszönöm! Nagyon jó! Können wir dienen? Also, sitze ich mit gütigster Erlaubnis, bitteschön, bei Morgentoilette im Hotel Kaiserkrone in Bukarest und lese reggeli hírlap. Morgenzeitung! Plötzlich wird mir rot-weiß-grün vor Augen. Steht da, Gräfin Maritza Budi-Beri und Baron Koloman Juppin verlobt. Da kommen Freunde mit Zigeuner, Champagner und lassen mich Geschichte nicht mehr ausreden. Hart am Mittag habe ich schon selber geglaubt, dass ich Braut bin. Habe ich angerufen im Palais von Gnädigste und erfahren, dass Sie belieben hier zu weilen. Habe ich mir gedacht, oh, danke schön, habe ich mir gedacht, muss ich doch gewissermaßen dabei sein bei eigener Verlobung. Und da bin ich. Belieben sich zu bedienen. Was soll ihn jetzt machen? Ja, ganz einfach ihm die Wahrheit sagen. Oh Jägerl. Das hat sie auch getan. Das Resultat, bitte. Ausgezeichnet, bitteschön. Haben wir die Bräutigame erfunden, was es gar nicht gibt. Aber das ist doch gewissermaßen Wink des Schicksals. Mhm. Geliebte Gräfin, ich muss Ihnen ein Geständnis machen. Bitte? Im Moment, wo ich Sie gesehen habe, hat er eingeschlagen. Wer? Na, der Strahl, der Blitz. Ah. Gräfin, ich bin sehr schön. Aber? Sehr reich. Dascha her. Habe größtes Gut bei Varaždin. Kaum zu glauben. Lebe dort ganz allein mit meinen 18.000 rosaroten Schweindern. Oh, ja. Haben Sie auch Schweindern, Gräfin? Ja, ich glaube 80.000 circa. 80.000? Ja. Dann legen wir Ihre circa 80.000 Schweindern zu meinen 18.000 Schweindern und haben wir größte Schweinerei von der ganzen Welt. Ich bitte, nicht lachen, der Ise, der Sacken, der Amor, der hat mich so gepackt. Die Urkraft der Triebe, das Feuer der Liebe, ich weiß nicht genau, wie man das sagt. Ich finde es ja plötzlich, dass sie ja so plötzlich, so stürmisch ihr Herz für mich entdeckt. Sie spannen, mit Worten nicht bezahlen, doch müssen sie noch warten, sie haben mich erschrocken. Das geht nicht, ich dichte nicht, ich rede nicht, ich bin auch kein Poet nicht, ich sage nur, komm mit. Nach Varaždin, solange noch die Rosen blühen, dort wollen wir glücklich sein, wir beide ganz allein. Du bist die schönste Fee von der Besens Plattensee, drum möcht mit dir ich hier nach Varaždin. Der kleine Leidenschaft brennt heißer als Gulaschsaft und in der Brust als Varaždin, solange noch die Rosen blühen, dort ist die ganze Welt noch rot-weiß-grün. Da kann man nichts machen, der Ise, der Sachen, uns hielt er, da schießt er und trifft uns irgendwo. Sie sprechen sehr drastisch, sie schildern sehr plastisch, sie schneiden ganz reizend in den Chor. Ein Frauen mit einem verwickelten Feuer, wie sie wirkt ungeheuer, aufs Herz und voll Amor. Ja, wenn ich so anschaue, nur so brenn ich, und brenn ich hart, so kenn ich das eine nur. Komm mit nach Warastin, solange noch die Rosen blühen, dort wollen wir glücklich sein, wir beide ganz allein. Du bist die schönste Fee, von der Welt bis Bodensee, drum möchte ich dir die Fee nach Warastin. Denn meine Leidenschaft brennt also noch als Feuersaft und in der Brust des doch mit nach Warastin, solange auf die Rosen blühen, dort ist die ganze Welt noch grün. Cecco, sagt der Frau Gräfin, dass ich ihr jetzt meine Aufwartung machen möchte. Was? Das alles ist das Gepäck von Dr. Liebenberg? Nein, nur die zwei Koffer da. Das da und das da und das da gehört dem Verlobten der nächsten Frau Gräfin. So viele Hüte hat der? Das ist mein Bagage. Ja, das darf ja nicht wahr sein. Lisa! Tassilo! Oh. Sag einmal, warum bist du nicht im Internat? Bist geflogen? Okay, Vorzugsschülerin bin ich, aber ich soll in Lausanne in den Tag hineinleben, während du hier schuftest, um das Schulgeld zusammenzukratzen. Sag mal, wie redst du denn mit mir? Erstens schufte ich hier nicht und... Du weißt? Hast du wirklich geglaubt, man kann es vor mir geheim halten, dass wir alles verloren haben? Tassilo, die Welt ist doch so klein und ich bin kein Kind mehr. Für mich schon. Lisa! Lisa, geschau, ich wollte dir halt die Illusion des Reichtums erhalten, solange es geht. Ja, ich weiß ja. Ich hätte dich besser kennen müssen. Eben. Du, schön ist es hier. Fast wie daheim. Ich hab halt wollen, dass du glücklich bist. Tassilo. Sonnenschein, hielt dich ein, liebe Schwesterlein. O schöne Kinderzeit, sonnige Stunde, ach, wie schnell seid ihr entschwunden, kleiner Fratz, süßer Schatz, komm doch einmal hier. So vergnügt, war ich lange nicht mehr, wenn wir auf grüne Farm Kinder nur sprangen. Ich und du immer zusammen, rasch verflog unser Glück, denn zur Nacht dran zurück. Schwesterlein, Schwesterlein, so Schwesterlein, Kleines, Dankeschön, Brüderlein, Feines. Wollt ihr gerne halten fern, immer Schmerz und Leid, wie ich's hab dazu mal in der Kinderzeit. Man hat meine Licht immer zu schweben, immerfort unbeschwert lieb. Schwesterlein, könnt ihr doch immer noch Rosen auf den Weg dir streuen. Schwesterlein, Brüderlein, sollst mir fein glücklich sein, Schwesterlein. Komm! Ja, was magst du denn? Komm, 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 komm. Ja, was ist denn? Darf ich bitten? Was tanzen kannst du auch? Im Internat gelernt. Sonnenschein, ewig ein, liebes Schwesterlein. Ja, da schaust, was? Die junge Dame hat ihre Zelte in der Schweiz abgebrochen, um ihrem Bruder unnötige Ausgaben zu ersparen. Naja, das hast du deiner Geheimnistuerei. Sag einmal, was willst du denn jetzt machen? Ich werde auch arbeiten. Nein, du bleibst einmal fürs nächste Zeit hier. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Warum denn nicht? Wegen deines Inkognitos? Kein Mensch braucht zu wissen, dass sie deine Schwester ist. Und der Ceco wird auch den Mund halten und außerdem ein paar Wochen in der Pusta wird dir gar nicht schaden nach den vielen Schweizer Bergen. Kannst du Schweizerdeutsch? Gottfried Stüdeli, Gottfried Stüdeli. Schrecklich! Bitte um Vergebung, die Frau Gräfin lässt ausrichten, sie hätte den Herrn Verwalter gerne persönlich kennengelernt, aber jetzt hat sie leider etwas Wichtigeres zu tun. Na, kann man nichts machen. Ceco, bitte lassen Sie jetzt für die Comtesse ein Zimmer herrichten. Und du restaurier dich ein bisschen und ich stelle dich dann der Gräfin vor. Und jetzt lasst uns bitte allein. Sie hätten auch ohne dich dreschen können. Na, und das Gewitter? Ja, das hat sich verzogen, aber das Donnerwetter, mein Lieber, das liegt noch in der Luft. Ich lass mich doch von einer Gräfin Mariza nicht kujonieren. Ja, natürlich, deine Familie steht ja schon seit 400 Jahren im Gotha, während ihr Vater nur ein ganz kleiner Spekulant war. Ja, der ist mit seinen Machenschaften zu einem der reichsten Männer von Ungarn gebracht. Ja, deswegen kannst du nicht seine Tochter verantwortlich machen. Na, und ihre Verbindung mit diesem Grafen Bodiberi, war das vielleicht eine Liebesheirat? Du wirst lachen! Ja, sie hat ihn geliebt. Und er ihr Geld. Und mit einem großen Teil davon ist er ja auch auf Nimmerwiedersehen nach Amerika abgepascht. Naja, siehst das? So hat halt jeder sein Feindbild. Sie, den aristokratischen Schurken, und ich, den baronisierten Wucherer mit seinem Ringstraßenballett. Ja, Fazit, das Beste ist, wir lernen uns nie kennen. Servus! Oh, was ist dein Dickschädel? Aber wir gehen jetzt zur Verlobungsfeier der Mariza und die wird eröffnet mit einem echten Wiener Walzer. Herr Verwalter, bitteschön. Was für mich? Von der Frau Gräfin. Sie soll sich einen schönen Abend machen, hat sie gesagt. Hat sie gesagt? Ja. Und ich lasse ihr sagen, dass ich mich bedanke und ihr ergebenst die Hände küsse. Aber Herr Graf... Du sollst mich doch nicht so nennen. Ich bewundere Sie. Jetzt sei nicht so pathetisch. Naja, die Erde, die Wittenburg sind nicht die Letzten, die ihr Vermögen verlieren und dabei versuchen müssen, ein bisschen Haltung zu bewahren. Trotzdem, dank dir schön. Gute Nacht. Gute Nacht. Herr Verwalter. Prost, Frau Gräfin. Auch ich war einst ein feiner Czardasch-Kavalier, hab kommandiert Zigeuner gerade so wie ihr, hab mir die süßen Geigen singen lassen, die Dukaten springen lassen, gerade so wie ihr. Ihr müsst ich gar so stolz Drinnen sitzen heut beim Wein. Wer weiß, vielleicht wird's am Morgen anders wieder sein. Vielleicht spielt morgen die Zigeuner wieder ganz genau dasselbe Lied, anderswo beim Wein. Komm, Zigan, Zigan, spiele mir den Song. Komm, Zigan, zeig heut, was du kannst. Oh, komm, Zigan, spiele mir das Horn. Spiele bis mein Moritz, was für eine Überraschung. Sie haben ja auch einen Tenor engagiert. Das ist kein Operettenheld, das ist Ihr Herr Verwalter. So? Frau Gräfin? Ich wusste ja gar nicht, dass ich einen so musikalischen Verwalter habe. Sie müssen verzeihen. Dieses Lied weckt gewisse Erinnerungen in mir und dann der Champagner, die Stimmung. Es kommt nicht mehr vor. Aber im Gegenteil. Singen Sie das Lied noch einmal, Hustra! Hallo? Ich singe nicht mehr. Ja, das ist doch... Mein Herr, bitte einer schönen Frau ist für einen Kavalier Befehl. Ich bin als Verwalter engagiert, wenn Frau Gräfin sich amüsieren wollen. Bitte, hier sind die Zigeuner. Ich sehe, wir verstehen uns nicht ganz. Sie können gehen, auf der Stelle. Abgebaut. Nicht ärgern, Liebste. Ach. Wagen ist bereit. Wir fahren in die Stadt. Ja, wir fahren. Ja. Nein. Nein. Bitte sehr, das fließt doch gar nichts hinein. Wir fahren nicht nur in die Stadt hinein. Nicht nur in die Stadt hinein. Wir gehen alle, wie wir stehen und gehen noch heute ins Tabarö. Wir gehen ins Tabarö. Ja, wir gehen ins Tabarö. Stimmung ist famos, Kellner fließt, Mehl sitzt, alten Herrn am Schoß. So ein kleiner Mulatschak, Mulatschak, Mulatschak. Ja, das ist auch mein Geschmack, das ist mein Geschmack, ist mein Geschmack. Darum gehen wir ins Tabarö, wo Schamputterflaschen, Shampoos stehen. Heute trügen wir die Nacht, getanzt wird und gelacht, wir der Schaschane Kraft. Hoi, 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 hoi. Wer bist du? Was willst du hier? Also binnen 4 Wochen müssen Sie sich verlieben. In einen schönen Mann und Kavalier? Bitte, das kann nur ich sein. Bitte? Bitte schön, das kann man noch im Tabarin besprechen. Gut, im Tabarin. Herr Erster Gräfin, darf ich bitten? Bringen wir, je schneller wir dort sind, umso eher erfahren wir, wer dieser geheimnisvolle Kavalier ist. Meine Herren, ich bleibe da. Bitte? Warum? Steht in meiner Hand geschrieben, kommt mein Kavalier. Ich will mich nicht verlieben, darum bleibt ich lieben. Hier gibt keinen Frieden, und im Weiten bleibt keinen Mann. Spazieren, ja? Mhm. Na, das können wir ja in Zukunft gemeinsam machen. Ja, ich bleibe auch da. Schön. Darf ich? Bitte, ja? Frau Gräfin. Ach, mein Herr Verwalter. Bevor ich gehe, möchte ich Ihnen noch die Unterlagen übergeben. Wie bitte? Na, Sie haben mich doch entlassen. Habe ich das wirklich gesagt? Nun, nicht direkt, aber... Aber ich werde doch einen so musikalischen Verwalter nicht entlassen. Wir wollen Freunde sein? Einer Frau muss man kleine Launen verzeihen. Natürlich. Und gnädige Frau, bleiben jetzt wirklich da? Ja, es ist zwar ein Unsinn, aber sicher ist sicher. Hier gibt es keinen Edelmann, der mir gefährlich werden kann. Ich glaube, jetzt will ich singen. Komm, Zigern, spielen wir ins Ohr. Komm, Zigern, zeig heut, was du kannst. Oh, komm, Zigern, komm, Zigern, spiel mir das vor, spiel mein Herz vor Freude lacht. Also, meine Damen und Herren, die ominösen 4 Wochen sind um. Maritza und Tassilo sind sich, wie ich das vorhergesehen habe, ziemlich nahe gekommen und finden einander gar nicht mehr so unsympathisch. Nur ein Problem ist jetzt noch dazwischen gekommen. Baron Schuppan. Der ist nämlich gegen jede Abrede dageblieben und will meine fein gesponnenen Kreise zerstören. Aber auch diesen Knoten werde ich sehr bald lösen. Servus, wie geht's dir denn? Oh, servus, Doc, ich kann. Frag nicht, wie es mir geht. Sag mal, wie kann man so trübsinnig reinschauen, wenn man so umschwärmt ist? Ich, aber okay. Du kannst mir doch nicht weismachen, dass du nicht gemerkt hast, welch tiefen Eindruck du auf die Lisa gemacht hast. Ach so. Sie ist ein sehr liebes Mädchen. Na, das klar. Aber was soll ich tun? Mein Herz gehört nun einmal der Maritza. Was sagst du zu meinem Becken? Hervorragend. Du, aber ein Grund mehr, der Lisa den Hof zu machen. Wieso? Na, man verehrt die eine, um für die andere interessant zu werden. So betreiben echte Lebemänner die Kunst der Liebe. Ach so. Mhm. Na, wenn das so ist, dann dank dir, Doktor. Ich danke dir, Doktor. Ja, ja. Doktor, pass auf. Bisschen blöd ist er schon, aber sehr lieb. Das ähnliche Gespräch werde ich jetzt mit der Lisa führen. Mein lieber Herr Verwalter, es ist unglaublich, was Sie in so kurzer Zeit aus dem Boot gemacht haben. Danke. Wollen wir zusammen einen Kaffee trinken? Mit Vergnügen. Darf ich bemerken, dass dieses Kleid gnädigste außerordentlich gut kleidet? Finden Sie. Ah, servus, Karl Stephan. Der Herr Verwalter. Herr Doktor. Wie geht's euch? Ausgezeichnet. Übrigens, der Fürst hat angerufen, ob du vergessen hast, dass die 4 Wochen um sind. Mein Gott, wie die Zeit vergeht. Er lässt dir ausrichten, er hat zu Ehren deiner Wiederkehr im Tabarin ein großes Tanzfest arrangiert, mit großer Rosenschlacht. Um Gottes Willen, bitte sag ihm, dass ich auf keinen Fall kommen werde. Ah ja, ich wüsste nicht, was ich lieber täte. Durchlauch wird ungehalten sein. Ach, das ist mir egal. Was soll ich auf einem Fest mit einem Mann, der nicht einmal Walzer tanzen kann? Sagen Sie, können Sie Walzer tanzen? Bisher gab es diesbezüglich keine Klagen. Obwohl es mir wie eine Ewigkeit vorkommt, dass ich das letzte Mal auf einem Ball war. Ah, darf ich Ihnen einen Vorschlag machen? Ja, welchen denn? Nehmen wir zum Beispiel an, dies wäre ein Walser. Ein Walser hier. Nehmen wir zum Beispiel an, Sie wären ein Kavalier. Ein Kavalier. Der ganz reizend konversieren kann. Wir nehmen an. Wir nehmen an. Nehmen wir zum Beispiel an, ich wäre nicht, was ich bin, und sie wäre gnädigste des Festes Königin, die entzücken, ganz entzücken, kokettieren kann. Oh, bitte sehr, wir nehmen ja nur an. Also, wir sind auf dem Ball, die Lichter glänzen, die Geigen jubeln, alles dreht sich auf dem Parkett. Und was machen wir? Also, ich höre die Musik. Ich schaue sie an und sag, nein, ich ruf so laut, dass die ganze Welt es hört. Herrgott, was ist denn los? Herrgott, was war ich denn los? Dass ich so selig bin, dass ich so fröhlich bin. Herrgott, wenn du wüsst, was mit mir heute passiert. Das heute so passiert. lachende Lieben beschert, was sie lang entbehrt. Einmal möcht ich wieder tanzen, so wie damals ich war. Einen echten süßen Walzer, wo das Herz ist dabei. Warum schauen Sie so traurig rein? Sie haben doch jedes Spiel gewonnen, trotz meines phänomenalen Backhands. Ich bin ja so unglücklich. Unglücklich? Verliebt? Ach ja. Und wer ist der dumme Kerl? Ich meine, der elegante junge Herr. Was Sie haben lieb und erwidert Liebe nicht. Kenne ich ihn? Das muss ein ausgesprochener Esel sein. Stimmt. Bitte? Ich bin halt nicht sein Typ. Wie sieht denn Ihr Typ aus? Unschuld vom Lande oder Temperamentsbündel von der Pusta? Na, prinzipiell liebe ich alle Mädchen weiblicher Geschlechts. Ah. Aber Idealfall ist Salondame mit leicht verrücktem Einschlag. Pardon, verrücktem. Ah. Und sind Sie der Frau Ihrer Träume schon einmal begegnet? Leider noch nicht. Nicht einmal im Traum. Dann sollten Sie einmal von mir träumen. Bitte? Nur wenn Sie natürlich nicht wollen. Wissen Sie was, Fräulein? Ah? Das ist gar keine schlechte Idee. Ja, sag ich doch. Wenn ich abends schlafen gehe, was ich tu zumeist, viele schöne Freunde sehe ich dann im Geist. Schwarze Rosen von mir zeigen, verwahr sie, alle wunderschön, reizend anzusehen. Jeder küsst mich nach der Reihe, wie's kommt gerade, du warst leider nie dabei. Das ist schade, darum möchte ich herzlich bitten, dass du mir einst einmal auch im Traum erscheinst. Ich möchte träumen von dir, mein Putzikam. Ich möchte träumen von dir, mein Mutzikam. Was geträumt nur wird, ist nicht passiert. Reizend ist ein solcher Traum, das gebe ich zu. 5 Minuten spritzt man kaum und schon erdobt. Was ein Tag lang liegend lachen, darf man im Schlaf küssen und noch mehr. Ist doch kein Maler. Freund von 1 bis 4 mir aufs Nasenspitze scheint, dann komm zu mir. Das noch zugesperrte Tür, sag mir, mitten durch das Schlüssel. Ich möchte träumen von dir, mein Mutziger. schmiegst, dass wir das höchste Wert noch bilden, brauchst nicht groß zu werden, was geträumt nur wird, ist nicht passiert. Mit der ganzen Gesellschaft. Eine Unverschämtheit. Durchlaucht hat gesagt, wenn ein Mulatschak plant, dann Mulatschak findet statt, egal wo. Ah, Istenem terem, terem. Ja, wenn sie Ungarisch flucht, dann ist sie wirklich böse. Bitte, was gibt's da zu lachen? Ach, wenn Sie wüssten, wie reizend Sie aussehen, wenn Sie wütend sind. Ja. Sagen Sie, könnten Sie sich vorstellen, heute Abend mein Kavalier zu sein? Aber, Gräfin... Ja, ich soll mich amüsieren, also dann soll es anständig sein. Sie sind der beste Walzertänzer weit und breit. Danke. Habe ich festgestellt, dass Sie äußerst charmant sein können. Oh. Und was für mich das Wichtigste ist, Sie sind kein abgebrannter Aristokrat, der es auf mein Geld abgesehen hat. Wäre es Ihnen sehr unangenehm, heute Abend ein bisschen mit mir zu flirten? Ja, wenn ich vergessen darf, dass Sie die reiche Gräfin Marica sind? Das müssen Sie. Ja, dann? Ich bin ein armes Mädel vom Lande. Dann ist alles ganz einfach. Denn dann sage ich... Mein liebster Schatz, sieh an dein schönstes Kleid. So gegen 10, meine Liebsten, sei bereit. Ich warte auf dich. Oh, meine Liebe, Pardon, Gräfin. Du wolltest doch die Gräfin vergessen. Ich trag mit starker Hand die Pforte zur Bergen Land. Tag die Stunde des Glücks ist da, wo mein Lieb sag ja. Was sagt ihr dazu? Kolossal! Ich habe schon gehört, kommt Maritza nicht ins Kabarett, aber kommt Kabarett zu Maritza. Durchlaucht, ich lege mich Ihnen voll Ehrfurcht zu Füßen. Bleibt stehen! Das ist doch nicht alles! Mein Guter, nicht nur du allein kannst schnippen und so durch Zeit und Raum marschieren. Das kann ich auch. Ja. Pass auf! Na, vielleicht sollte ich doch ein bisschen mithelfen. Untersteh dich, das muss ich selbst schaffen. Vielleicht sollte er es durchlaufen mit der anderen Hand versuchen. Der Unsinn. Bitte, bitte. Na bitte, meinetwegen. Oh! Ja. Was sonst verboten, aus Sitten der Moral. Ja manchmal, da ist uns das egal. Und ja heute, gehen wir ins Nachtlokal. Und da vergessen die Tugend wir einmal. Manchmal, da schleicht man am Abend aus dem Haus und geht ganz verwegen auf Abenteuer aus. Und heute, da bin ich gerade in Stunde. Drum wart bei Zickmann an einen Seitensprung. Ja, 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 lieber Himmelvater, sei nicht böse. Schau, das Brandseil macht ja so nervös. Jeder hat nicht das Talent dazu. Der Teufel lässt uns keine Ruhe. Denn einmal, Himmelvater, schau, nimm's nicht so genau und mach mit uns voll blau. Oft gehen Weiber verstohlen auf den Wahl, drum macht man eine Bekanntschaft, dort gleich von Fall zu Fall. Und heute, ja heute, da weiß ich ganz genau, da trefft bestimmt ich noch eine süße Frau. Kommt sie am Morgen dann schuldbewusst nach Haus, da merkt sie, der Gatte, der war noch länger aus. Und heute, ja heute, geschieht noch mancherlei. Drum ruft man jetzt schon in demutsvoller Reu. Lieber Himmelvater, sei war ja so nervös. Jeder hat nicht das Talent dazu. Der Teufel lässt uns keine Ruhe. Die treu sein, das ist riesig schwer. Oft passiert dem Raster einmal. Im Vaterschau gibt's nicht so genau. Und man mit uns heute lang. Sie schon ganz wild nach mir sicher. Aber nun manchmal schaut sie mich so merkwürdig an. So, als ob ich ihr lästig wäre. Ich kann es nicht beurteilen. Mich schaut sie immer so an. Mein Herr! Hast du mit der Lisa gesprochen? Oh ja. Und? Sie ist ein sehr liebes Mädchen. Aber weißt du, zu sehr jugendlich naiv. Oh, schau diese Silhouette an. Csúnya szakáltátok csúcsán, fényesek köszönül csárba és fokocsát, ennek a kidődödött nyikorgos tenger rongyos világnak. Jaj, mamám, hát já totale metamorphose stattgefunden. Bitte um Entschuldigung. Was man in einem Schweizer Internat alles lernt, man glaubt's nicht. Comtesse, Sie haben sich ja kolossal verändert. Nun ja. Der Mann meiner Träume hat sich mir erklärt. Was? Ich bin ja so glücklich. Aber ich dachte, Sie würden mich... Was ist mit Ihnen und Maritza? Das Beste wäre, ich ginge hinaus und schösse mich herein. Oh, ich spüre schon das Loch im Kopf. Ich habe so rege Fantasie. Dann sollten Sie aber noch schneller mal mit mir tanzen, ehe es zu spät ist. Sie haben kein Herz. Erstens haben echte Salondamen aus Prinzip kein Herz. Und zweitens verdient ein Mann, dass ich wegen einer Frau, die ich nicht mag, umbringen will, gar kein Mitleid. Wissen Sie was, Fräulein? Sie haben recht. Nein. Aber können Sie überhaupt tanzen? Kennen Sie Snow Fox? Was ist denn das? Der neueste Tanz aus Amerika. Meine Freundin Mary hat ihn mir beigebracht. Ja. Snow Fox. Snow Fox. Mary kam vom goldenen Strand aus dem fernen Wunderland und sie brachte mit einen neuen Schritt. Wie man in dem Land im Fernen tanzt, kann man doch sicher lernen. Und da sie nicht hier, sag ich anstatt zu ihr, zu dir, eine kleine Slowfox mit Mary, bei Cocktail und Sherry. Das wär so ein Ideal. Du bist ein Träger und Wege, herum ist nur Kriege. Ja, das wär mein Freund, dein Fall. Wenn flammend heistrahlende Augen, lockende Glut, muss ich noch fragen, bist du mir gut? Das sagt genau wie die Mary. Cocktail und Sherry, vielleicht nicht die nächste Woche. Bisher ist alles nach Plan verlaufen, aber jetzt beginnen die Komplikationen, die wir aber so schnell wie möglich hinter uns bringen wollen. Zuerst belauscht der Fürst ein Gespräch Tassilos mit Lisa. Bitte. Oh, pardon. Dann quetscht er den Tscheko aus. Bitte. Verschwinde. Zu guter Letzt erzählt dem Schupan von Lisas neuem Freund. Bitte. Danke, mein Guter. Das Resultat seiner Recherchen serviert er natürlich der Maritza. Bitte. Geliebteste Maritza, darf ich Sie den Herrn einen Moment entführen? Bitte schön, ich habe eine Neuigkeit von Ihrem Verwalter. Die wäre? Ja, der Herr Zürek, der ist gar kein Verwalter, bitte schön. Wie bitte? Nein, er ist ein Kavalier. Ein feiner Kavalier von allerhöchstem Adel. Wie kommen Sie darauf? Tscheko hat ihn erkannt. Der Herr Verwalter scheint seinerseits Comtesse Lisa gut zu kennen. Also mir ist die Sachlage ganz klar. Ein heruntergekommener Adeliger kennt den Hang Maritzas zur Romantik, tritt in ihre Dienste ein, liebt aber Comtesse Lisa, braucht aber das Geld der Maritza. Also ich bin gespannt, wie die Romanze weitergeht. Sie wird geendet haben, bevor sie angefangen hat. Geliebteste Maritza, überlassen Sie ihn mir. Nein, Moritz, diesen Zweikampf werde ich allein ausfechten. Und dabei wollen wir Maritza und Tassilo allein lassen. Tusch! Im großen Salon beginnt die Rosenschlacht. Verwalter. Pardon, wenn ich störe, aber eben hat man mir den Pachtschilling der Domäne Kyreihaser gebracht. 250.000 Kronen. Ich habe um 85.000 Kronen mehr erzielt als mein Vorgänger. Sie machen mich ja noch reicher. Ich gebe mir alle erdenkliche Mühe. Warum wohl? Bitte? Ich möchte etwas trinken. Holen Sie mir ein Glas. Haben Sie nicht gehört? Ich möchte ein Glas Champagner trinken. Cecco, die Frau Gräfin hat einen Auftrag für dich. Und ich darf wohl den Grund für Verhalten wissen. Natürlich! Ich weiß, Sie liegen für Romantik-Sympathie. Trotzdem Sie sehr feudal spielen hier Verwalter Sie. Man hat dich durchschaut. Du kamst auf die Idee, dich mir als Verwalter zu nähern. Ein kapitaler Eifer, der Geld wert ist. Du 70, 80, 100.000, ist es dir noch nicht genug? Geld, nachdem du so dich sehntest, lohnt sich nicht der Betrug. Man hat den Herrn Verwalter durchschaut, nicht wahr? Sie haben also die Gräfin aufgeklärt. Allerdings, Herr Baron oder Graf? Ja, es stimmt. Ich bin unter falschem Namen in deine Dienste getreten. Wenn auch aus anderen Gründen als Durchlaucht vermutet. Dafür habe ich mich zu entschuldigen. Aber nur dafür. Und die Dame Ihres Herzens nehmen Sie gleich wieder mit. Was? Wie bitte? Ach so. Es tut mir leid. Aber auch in diesem Punkt hat man dich falsch informiert. Lisa ist, na sag's, seine Schwester. Was ist das? Niemand da zu meinem Empfang? Benischek. Benischek? Ja, bin schon da, fürstliche Gnaden. Ja, wo sind wir denn da, bitteschön? Schloss Romani, du Dummkopf. Oh, pardon, fürstliche Gnaden, ich bin ein wenig eingeknickt. Schlafen, vielleicht auch träumen, das zwickt uns stillzustehen. Zitat aus Hamlet oder die schwedische Nachtigall. Hilf mir aus dem Wagen. Reich mir die Hand, mein Leben, aus Don Johann oder ein Wiesling kommt selten allein. So putzt dich mit deinen zwei Debreziner, stell deine Ross in Stahl, altes burgenländisches Revolutionslied. Wen darf ich bitte melden? Benischek, sag ihm, wen er melden darf. Maulster, Kollege, wie heißt du? Tscheko. Nein. Ja, ist denn das die Möglichkeit? Nein, so eine Überraschung. Wissen Sie, wer das ist, fürstliche Gnaden? Das ist der berühmte Erfinder von der berühmten Kopfbedeckung, der Tschako. Ja, ja, sag ja, mein lieber Tschako. Das ist ein lieber Kerl. Schauen Sie, jetzt schaut er aus wie der Kaiser Franz Josef. Ne? Nein, sowas, Liebes. Also pass auf, mein lieber Tschako. Jetzt gehst du hin und gehst du her und meldest deiner Herrschaft, dass ihre fürstliche Gnaden Boschener von und zu Guttenstein aus Klumetz und ihr leiblicher Kammerdiener hier eingetroffen sind. Botschke, Botschke! Nicht so Hudri-Wudri, hopp, Sassa, 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 Sassa. Das ist ein Zitat aus Maxi in Blau. So, noch eine Frage. Kennst du einen gewissen Grafen... Moment, wie heißt der Grafe? Erde die Wittenburg. Ja, und auch die Wieselburg. Der, wo nämlich hier als Verwalter benutzt werden soll. Unser Verwalter heißt Bela Törek. Er ist ein Naturtepp. Natürlich wissen wir das auch, aber das ist doch nur, weil er hier inkognito drinnen ist. In Wirklichkeit ist ja der Graf und der Verwalter identischerweise zusammengehörig. Aber das ist zu langschwierig für dich, also geh jetzt und melde, ja? Ja. Moment, bleib noch da, er rennt immer weg. Vielleicht ist er ein Flüchtling, ja? Brauchen wir ihn noch? Sagt Benischek. Bleib da. Benischek, findest du es nicht unerhört, dass ein Graf Erde die Wittenburg einen Verwalterposten angenommen hat? Benischek, ärgere dich. Was ist denn? Du knurrst ja. Ja, nur äußerlich, innerlich schlage ich schon vor lauter Ärger die Hände über den Kopf zusammen. Das ist zu wenig, setz dich. Ja. Was soll ich denn noch machen? Ich gift mich eh schon wie eine Kreisspinnerin, wenn frisch ausgemalt wird. Satrazene Pfadwora! Fürstliche Durchfahrt, sollten Sie nicht so aufregen, bitteschön. Ja, du hast ganz recht, mein Lieber. Die Ärzte haben mir jede Aufregung und jede Gemütsbewegung auf das Strengste untersagt. Darum habe ich ja meinen Benischek engagiert, damit er sich für mich ärgert und für mich aufregt. Nicht wahr, jawohl, Benischek? Ja. Und darüber solltest du dich freuen. Benischek, freu dich. Wie frei ich mich aus die lustige Witwe von Windsor. Ist schon gut jetzt. Ja, am Tag habe ich Durst heute, machst nicht so zum Trinken. Bitte? Troschko Pivo, ha? Darf ich fürstlich auch eine kleine Erfrischung anbieten? Ja, das meine ich ja. Er scheint ein bisschen begriffsstutzig zu sein. Aber, wie sagt man, dem Deppen fliegt die Nachwelt keine Grenze. Aus Hamlet oder der Prinz von Schwedemark. 4 Tage, 798. Szene, das kommt ganz am Schluss dran, ja. Ein Bier? Ein kleines? Ein großes. Ein großes. 2 große. 2 große? Ja, ich möchte gern eins mitzwitschern, wenn fürstliche Gnaden gestatten. Dieses pantomimische Klima hier macht mich so durstig. 2 Kehlen wohnen auch in meiner Brust. Aus Wallensteins Lagerbier, 2. Akt, 14. Kriegel. Was bitte, eine Dame will mich sprechen? Tassilo! Tante Boschena! Mein lieber Junge! Jetzt werden Sie sich gleich verloben. 15 Jahre haben wir uns nicht gesehen. Benischek sei bewegt. Oh, wie bin ich bewegt? Aber feucht bewegt. Meine Lippen, die kissen so feucht. Aus Cituta, von František Leha. Ja, sag einmal, Tante, wer ist denn das? Er war früher Souffleur im Stadttheater in Budweis. Drum ist er so gebildet. Ich vervollkommne mein Deutsch bei ihm. Er spricht so ein schönes, reines Deutsch, Bienendeutsch. Hab ich bemerkt, ja. Ja, der Peimann zittert schon von mir. Nächste Woche gehe ich zu ihm vorsprechen. Der wird Ohren machen. Vielleicht engagiert er mich als Billionär. Na ja, die Jahre sind vergangen. Ich bin auch ein bisschen älter geworden. 50 Jahre. 5 Jahre war ich in Gastein, sonst wäre ich schon 55. Die nicht gerechnet, die der Fluss verschlang. Zitat aus Die Jungfrau von Oberla. Benischek, Marsch, zieh dich zurück. Wann ich dich brauchen werde, werde ich dich rufen. Der Hugo hat seine Schuldigkeit getan. Er kann sich schleichen. Aus Otelo, oder? Der Moor von Venedig. Das heißt Venedig. Sie kann nie richtig betonieren. Da Tassilo, warum hast du mir nicht geschrieben, dass du in Not bist? So hätte ich meine reiche Tante anpumpen sollen. Nein, du weißt doch, das liegt mir nicht. So, das liegt dir nicht. Da bist du wie dein Vater, wollte ich sagen. Der war auch 20 Jahre böse auf mich, weil ich eine Fürstin, einen Porzellanfabrikanten geheiratet habe. Porzellan, das ist nichts für euch. Aber Palais verkitschen, Erbgut versilbern, Pferde verscheiern, das liegt euch, was? So, Tante, was sind das für Ausdrücke? Na, die habe ich von Penischek. Glücklicherweise hat dein Freund Karl Stephan mich über alles informiert und so habe ich für dich den ganzen Krempel zurückgekauft. Das hast du getan. Ja, dafür war Porzellan gut. Lass dich umarmen, meine geliebte Porzellantante. Oh, los, miserablicher. Penischek? Penischek! Was ist? Weine! Warum? Aus Rührung. Ah. Na, was ist denn? Du grinst ja. Ja, nur äußerlich, innerlich rinnen mir schon die Tränen herunter. Immer nur grinsen und immer vergnügt. Doch wie es da drinnen aussieht, geht niemand was an aus das Land des Grinsens von Emmerich Lehar. Tassilo, jetzt hör zu, ich hab dir eine Braut mitgebracht. Was? Wie bitte? Penischek, wo hast du die Braut? Hier an dem Herzen treu geborgen. Dies Bildnis ist bezaubernd schön. Aus die Zauberflöte von František Mozarteum. Sag einmal, wo ist bei der Zauber? Der ist schon flöten. Also die war meine große Attraktion in der Geisterbahn. Aber die Leute haben sich so geschreckt, jetzt darf sie nur mehr mit einer Kapuze auftreten. Nein, nein, nein. Na bitte, die ist nichts für mich, das kannst du dir ruhig sagen. Das kann ich dir ruhig sagen, aber es wird nichts nützen. Ja, warum denn? Weil terrisch ist sie nämlich auch. Herr Verwalter, ja? Leute wollen sich verabschieden. Ja, ich komme. Du willst abreisen? Ja, Tante, zwischen mir und der Gräfin hat es leider einen Krach gegeben. Ich möchte so schnell wie möglich weg von hier. Bitte entschuldige mich, ja? Ja, ja, geh nur, geh nur. Penischek. Ja, ich glaube, nach deiner Beschreibung nimmt er die Ruschena nicht. Also bitteschön, ich nehme sie auch nicht. Schauen Sie, was die für einen Mund hat. Wenn die lacht, verfangen sie jedes Mal die Uringeln in ihre Stockzähne. Die schaut aus wie der erste Waggon von der Grottenbahn. Du hast recht, die ist wirklich schier. Ah, was? Die ist so schier, wenn die in einen Ofen hineinschaut, geht das Feuer aus. Man müsste sie vielleicht zum Bundesheer schicken, dann braucht man keine Drachen. Penischek, Penischek, ich glaube, zwischen dieser Gräfin Marica und meinem Neffen ist was vorgefallen. Der hat ja gesagt, ein Graf, ein Wirbel, ein Buschgewill. Ja, ich denke an ganz was anderes. Ich glaube, er hat eine Leidenschaft für sie. Etwas mit Rrrr. Sagt man Romanze? Nein, auf Binnendeutsch sagt man, er hat auf sie rutschen. Das ist mit Rrrr. Das ist es. Penischek, bei Fuß. Du musst versuchen, etwas über diese Gräfin Marica diskret herauszubekommen. Du bist doch Diplomat. Schau, dass du etwas über sie herauskitzeln kannst. Ich verlasse mich da ganz auf dich. Penischek, kitzele, kitzele. Na, werde ich kitzeln. Wenn ich nur wüsste, bei wem. Bin ja so fremdländisch hier. Kommt kein Mensch daher? Wird doch nicht jemand was passiert sein? Aha. Das Bier hat seine Schuldigkeit getan. Ich spüre schon ein Geseisel. Durch diese hohle Gasse muss ich kommen. Es führt kein anderer Weg aufs... Aber warum? Zuerst sagen Sie, Sie bringen mich zum Bahnhof. Kaum sitze ich im Wagen, wollen Sie bis Varasch hindurch. Ich liebe nur noch Sie. Ja. Und Marica? Wie oft soll ich Ihnen noch sagen, zwischen mir und Marica ist es aus. Für Sie bin ich viel zu weit. Ja, im Kopf. Nein, im Herzen. Und mein Freund? Bitte, ich habe nur dummes Gesicht auswendig. Inwendig bin ich sehr gescheit. Ich weiß das ganz genau, dass du mich auch liebst. Und außerdem hat er das ausgesagt. Ja. Bestimmt tut ihr, es gibt solche Bussel, damit zwei Leute zusammenkommen, die auch wirklich zusammenpassen. Richtig. So. Und jetzt fahren wir nach Varaždin, Hochzeitsfeiern. Nein! Ruck. Nein! Das machen wir in Budapest. Was? In Mátyás-Pince. Nur dort ist Ungarn noch so, wie man sich Ungarn vorstellt. Ungarn Mädelhaut wie Rosen gestellt, da fehlt dazu nix. Braune Burschen, enge Hosen, Schnurrbart schwarz wie Schuhwichs. Tanzen, dass die Fetzen fliegen, Lajos, Poli, Miklos. Sieh ein Mädel aus Fleisch und Blut. Res und Ries, ein Chicos. Braunes Mädel von der Pustra, heut geht's dir gut. Komm und tanz, heut Pustra, Pustra, das geht ins Blut. So musst du nicht drehen und biegen, all geht es dann. Wenn die Schuhe am Löcher kriegen, was fliegt da dran? Braunes Mädel von der Pustra, zeig mal, man tanzt. Dreh dich, Mädel, Pustra, Pustra, zeig, dass du's kannst. Wie mit 100.000 Teufeln, was geht die Glut? Das ist der wilde Paprika im Blut. In der Stadt, da macht man Faxen, tanzt man Blues und Posten. Wackelt, schiebt, verdreht die Hoxen, Foxtrot nennt man Dostum. In der Tat, da gibt es keine Feinerplattbumshexen. Da spielen die Zigeuner auf. Von wilder süße Hexen. Braunes Leben von der Pustra, heut geht's dir gut. Pustra, Pustra, das geht ins Blut. Es soll uns so die Dreh- und Wegen, all geht es dann. Wenn die Schuhe Röcher kriegen, was geht dann ran? Braunes Mädel von der Pustra, zeig, wie man tanzt. Dreh dich wieder, Pustra, Pustra, zeig, dass du's kannst. Dreh mit 100.000 Teufel, mach dich die Glut. Das ist der Willen, most magyarul rendben van? Igen. 3 és... Rizsóvár, csengeri dialát, sányjában. Gyúrja, gyúrja, elidei napját, megtáncol. Ringas rendet, tengél állat, napkállat, hogy sajé. 7, 6, 3, 4, 3, itt haj, gyúr, haj, 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 haj. Ringaválló, csengeri dialát, tánc, nem át. Ezt meg adjon magva, de nem át csak át. Aber was soll ich denn machen? Was soll ich denn tun? Ach, mein Gott. mir meinen Verwalter wieder verschaffen. Wie, Wanda, wieso denn? Sie haben ihn hinausgeekelt und jetzt habe ich gehört, dass er auch noch abreisen will. Ich habe nicht intrigiert. Doch! Zuerst ekeln Sie mir den besten Verwalter, den ich je hatte, aus dem Hause. Dann erklären Sie sich großzügig bereit, mir in der Landwirtschaft zu helfen. Ich komme aufs Feld, was sehe ich? Sie haben ja gar keine Ahnung, Sie können ja nicht einmal einen Ochsen von einer Kuh unterscheiden. Das kann ich schon. Kuh ist Dame und Ochs ist ihr platonischer Liebhaber. Oh. Mein Jetzt gehen Sie sofort zum Bahnhof und sagen Sie dem Verwalter, er soll auf der Stelle zurückkommen. Ja, und wenn er nicht will? Ich befehle! Ich lasse bitten. Marica, er wird kommen und er wird bleiben. Verzeihen Sie, wenn ich Fehler gemacht habe. Es geschah aus Liebe. Ich werde versuchen, alles wieder gut zu machen. Moritz, Baci. Ja? Wir suchen uns jetzt ein anderes Frauel. Komm, Nero. Also außer mir habe ich da nichts zum Kitzeln gefunden. Da schau her. Haben wir schon wieder Vollmond? Ah, das ist ja ein weiblicher Domestik. Ein wahrer Stinetscher. Hey, du Trutscher, du! Meinen Sie mich und der schöne Herr wünschen? Der schöne Herr, sagt sie zu mir, die fliegt auf mich. Und ewig lockt der Benecek. Also jetzt hör zu, du süße Zuckermelone. Ich bin nämlich der Kammerdiener von Nero, fürstliche Gnadenburschener von uns zu Huttenstein aus Glumetz. Ist das die Dame, die eben angekommen ist? Die ist intelligent. Na sowas. Und einen Charakter hat sie, also da kriege ich direkt Heimweh. Das ist eine richtige Knautschzone. Na Botschke, Botschke, ja? Seit wann stehe ich bei dir auf der Watschenliste? Na ja, vorsichtig, zwischen uns klaftet nämlich eine asoziale Kluft. Also keine plumpen Intimitätlichkeiten, ja? So, und jetzt hör zu, was ich dir zu vermelden habe. Da hast du eine Krone von mir, so quasi als Schmattes, weil ich muss nämlich von dir Verschiedenes herauskitzeln über die Gräfin Marica und ihren Verwalter, der wohl nämlich unser leiblicher Neffe ist. Ui, da kann ich Ihnen ein Geheimnis sagen. Botschke, ein Geheimnis? Da kriegst du noch eine Krone von mir. Darf ich auch diese Kassa benutzen einmal? Oh, ho, ho, ho. Was hast du für entzückende Schuhe an? Also, unsere Gräfin hat den Verwalter entlassen, weil sie geglaubt hat, er hat auf ihr Geld abgesehen. So was Blödes auf ihr Geld? Der Graf ist so reich, dass er seinen Finanzminister um eine Steuererhöhung ersucht hat. Bitte? Naja, das muss ja eine Biskon sein, die Gräfin, eine xantipische Messalina. Also wenn die mir das täte, ich täte vor sie hintreten und täte sagen, umgirten Sie sich mit dem ganzen Stolz Ihrer gräflichen Familie. Ich verachte Sie, ein bäbischer Jüngling. Warum schreist du so? Also, fürstliche Gnaden, ich habe alles herausgekitzelt über die Gräfin. Die ist nämlich eine Biskurn. Also eine xantipische Messalina, die hat den Grafen bezirzt, dann hat sie ihn in ihre Netze hineinverwickelt, jetzt hängt er drin und schaut da blöd. Und das ist das Trutscherl, aus dem ich alles herausgekitzelt habe. Benecek, du bist ein diplomierter Esel. Wieso? Das ist doch die Gräfin Marica. Na ja, das ist doch... Jaoi! Ho, ho, ho! Jesus, Marica und Josef statt. Und ich habe sie in den Charakter gezwickt und ihr 2 Kronen gegeben. Ein Mensch auf seinem dunklen Gange ist sich der eigenen Blödheit nicht bewusst. Gräfliche Gnaden, ich bitte um Verzweiflung, aber wenn ich sowas sehe wie Sie, da haut es mir jedes Mal die Hauptsicherung durch. Da hast wieder deine 2 Kronen. Oh, dankeschön. Jetzt stehe ich da, ich armer Tor, und habe 2 Kronen wie zuvor. Überstanden ist der Schreck. Es empfiehlt sich mit 2 Kronen, Ihr Hugo Benitschek. Ende der Rolle. Danke, ich weiß, was ich leiste, wollte ich noch sagen. Durchlauf, ich freue mich so, dass wir uns kennenlernen. Ich auch, mein liebes Kind, ich auch. Noch dazu, wo wir sehr bald Verwandte sein werden. Wir werden, mein Kind, wir werden. Da drin sitzt er und schreibt an Sie. Gehen Sie nur hinein zu ihm, zögern Sie nicht. 3-mal war ich verheiratet, 1-mal habe ich gezögert und schon bin ich sitzen geblieben wie Kugeljub von der Gern. Maritza, bitte jetzt keine große Szene mehr. Na, meinetwegen. Mein Abschiedsbrief. Weil ich es nicht sagen darf, drum ich es schrieb, ich hab dich lieb, ich hab dich lieb. Von mir. Schön. Dein Entlassungszeugnis. Oh. Als Verwalter muss ich dich entlassen. Als Gatte würdest du mir passen. Wunderbar. Kurz genug? Ja, besser geht's nicht mehr. Maritza. Lass sie doch. Geschafft! Ich trag mit starker Hand tief fort ins Märchenland. Sag mir nicht, deines Glücks ist da, oh mein Lieb, sag mir.